Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier sieht man meinen eigenen MTS-50 und ich würde jetzt einfach mal einen Rundgang von den machen, einen kleinen. Ja, hier sieht man den Motor. Ich werde nochmal Licht anmachen, wenn das was bringt. Oder auch nicht. Ich lasse es aus. Jo. Genau, 15 Rosse. Hier sieht man das Handgas. Anlasser. Druckluftkessel. Jo. Man sieht hier. Typische des Motors. Jetzt sieht man es gut. Oben steht auch noch was. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch gleich hin zur Kabine. Also wir machen einmal so rum, im Gegensatz vom Uhrzeigersinn. Hier habe ich mir so ein Schaltzeichen, sag ich mal, oder Schaltschild angemacht. Ja, brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ja. Hier kann ich mal wieder Licht anmachen. Ja, typisch große. Alles etwas, wie soll ich sagen, versifft oder schwitzt überall. Aber der wird weit über 30.000 Stunden gelaufen haben. Hier sind meine Spinnenwebe. Kann auch mal weg. Hier meine Batterie. Ich lasse das Licht jetzt mal hier drin an. LKW-Batterie. Ja, nicht wundern, es ist noch ein bisschen dreckig vom Mähen letztens. Erster Schnitt. Ja, super funktioniert eigentlich. Da ist die LKW-Batterie, Kupplung, Schalthebel, Gas, Bremse, hier, kleinen Moment, das ist die Handbremse und der lange Zapfwelle, 540er und 1000er Zapfwelle. Ja, in den Russen hier ist sogar ein Radio verbaut, das habe nicht ich gemacht. Sieht man da oben die Boxen. Dort. Ja, habe nicht ich verbaut, sondern das war schon beim Kauf dabei. So, kleinen Moment. So, gehen wir mal rein hier in den Russen. Eng ist es aber ausreichend. Ich bin gerade mal 1,75 Meter groß, das ist kein Problem. Könnte auch einer fahren, der 1,85 ist, denke ich, ohne Probleme. Hier hat man nämlich noch, ja, 30 cm werde ich hier noch haben über den Kopf. Ja, schöner Ausblick hier aus der Kabine. Da liegt mein Fahrrad noch. Da. Und ja, wunderbarer Sound natürlich auch, Vierzylinder. Hört sich schon schön an. Ja, ist keine originale Glühanlage mehr. Die wurde mal nachgerüstet. Denn da ist auch ein Hauptschalter verbaut, jetzt hier links. Und ja, generell ist der nicht mehr ganz original. Hab ich aber alles nicht gemacht. War schon im Kauf dabei. Achso, ich habe mich gerade gewundert, was das ist, aber ich habe noch das Licht an. Hier sieht man den. Also hiermit kann man den Scheibenwischer betätigen. An, aus. Damit kann man den Lüfter betätigen. Ich habe jetzt leider keinen Schlüssel da, aber er bringt ein bisschen was, nicht viel, aber ein bisschen. Ja, die Anzeigen hier, die funktionieren nicht. Ja, die funktionieren nicht. Genau, hier sieht man noch mal das Radio. Wie gesagt, ist sowieso sinnlos, sowas im 50er Russen zu bauen, da hört man eh nichts. Ja, was gibt's noch? Hier sind die vier Hydraulikhebel, also zweimal hinten für die Hydraulikanschlüsse. Einmal der hier. Der hier. Der hier. Nicht. Der hier. Und der hier. Und der hier ist für die Heckhydraulik. Runter. Dann geht der hier hoch. Jetzt ist wieder neutral. Nochmal, dass man es sieht. Runter. Neutral. Hoch. Ja.
Und der vierte hier, der ist noch zum Sperren, der geht etwas schwieriger. Da muss man manchmal richtig kloppen. So kriegt man den nicht. Jetzt ist der drin, jetzt ist hier hinten gesperrt. Ja, ist halt große, ist halt alles etwas, ja, wie soll ich sagen, schwergängig. Und jetzt wieder hoch. So. Jetzt ist es wieder normal. Die wurden auch mal verlängert hier, weil die ja nur bis hier vorne gingen. Genau, die wurden mal verlängert. Wie gesagt, aber habe ich auch nicht gemacht. Hier hinten ist ein Schalter. Damit kann man hinten die Arbeitsscheinwerfer betätigen. Kann ich auch nochmal gleich zeigen, alles natürlich. Die sind auch noch aus der DDR, also ja, sind schon ein paar Tage alt. Wir haben hier noch eine Vorrichtung. Wahrscheinlich auch mal, ich weiß es nicht, für was es gedacht war, vielleicht auch mal für LED-Scheinwerfer zu verbauen oder so, keine Ahnung. Was gibt es noch zu sagen? Hier ist eine Lampe, aber die funktioniert natürlich nicht. Weiß gar nicht, ob die angeklemmt ist. Jetzt, das sehe ich gerade gar nicht. Ja, genau. Hier ist, wie gesagt, die Gänge. Ich fahre mal hier um 8 an. Kupplung. Ich habe ja jetzt Handbremse drin. Kupplung. Achter. Genau, Achter. Dann raus. Und dann eben das Zwischenkuppeln. Kuppeln. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie das ist. Beim Fahren kriegt man das besser mit. Also ich mache den Gang rein zum Anfahren. Anfahren. So, dann kuppel ich. Gang raus. Gas, einmal voll durch. Kuppeln. Gang rein. Und Gas, glaube ich. Ja, jetzt habe ich die neue drin. Ja, und wenn man mal ganz langsam fahren muss, dann fahre ich in einer 2. Die ist. Oh, hier löst sich der Knauf schon ein bisschen. Dann fahre ich in einer 2, genau, fahre ich in einer 2 an. Die ist. Ich drehe den hier nur mal kurz fest. Die 2, die ist hier. So, jetzt haben wir die 2 drin. Da fährt er aber wirklich nicht schnell. Was wird das sein? Auf Vollgas. 3 km/h vielleicht. Und hier ist halt der Rückwärtsgang. Das sind die 4 Gänge, die ich so nehme. Die anderen braucht man eigentlich nicht. Ja, außer zum Mähen, da war es noch ganz gut. Da bin ich hier mit in einer. Ist der nur. Ja. Scheiße. Nee, der war hier. Quatsch. In einer 6er gefahren. Ja, es war zum Mähen ganz gut. Hatte man ordentlich, also normale Geschwindigkeit und konnte gut damit fahren. Hat er sogar im 8. Gang am Ende geschafft, wenn es schnell gehen muss. Ich meine, er hat 4 Zylinder, 55 PS, da, wie soll ich sagen, da passiert schon was. Das wäre so eigentlich aus der Kabine schon. Ja, hier kann man mal, wenn man im Winter im Wald ist, mal schön irgendwie Flaschen reinstellen oder auch im Sommer beim Mähen. Da hat man ein bisschen Platz hier zur Bremse. Ja, ein kleines Sixpack, 0,5er kriegst du da rein. Ja, oder was weiß ich, irgendwas kann man da abstellen. Oder auch hier drunter. Wenn man das mal richtig schön sauber macht, kann man das machen. Ach hey, was ich gerade noch sehe, ist noch eine Werkstatt, na klar, eine Werkstatt. Eine Werkzeugkiste. Auch ganz praktisch. Hat man in der Kabine, wenn man mal irgendwas schnell braucht. Ja, hier vorne hat der Russe Glasscheiben drin in der Türe und in der Türe und in der Windschutzscheibe. Hier an den Seiten wurden mal ja, Plexiglasscheiben gemacht. Hinten auch. Das ist alles nicht mehr original, das sieht doch nicht so schön aus. Da haben sie hier ein Heckklappenfenster reingebaut. Naja, jeder so wie er es will. Genau, da war auch noch ein Dämpfer da drin.
Dann habe ich abgebaut, weil er sowieso kaputt ist. Und hier ist auch noch Plexiglas verbaut. Ja, alles ein bisschen hier so lang gelegt, als die Sicherung nicht mit viel Liebe, sage ich mal. Ja. Hier schöner Ausblick aufs Kartoffelfeld. Ja, ach so, das kann ich noch erklären. Hauptschalter, Anlasser, wenn ich jetzt starten will. Blinker, eigentlich selbsterklärend. Sag schon. Na, wer ist das nur? Ich komme nicht drauf. Ihr wisst aber, wie er heißt. Und ja, hier kommt jetzt den Schlüssel rein. Genau.